selbst nie gespielt, hole ich vielleicht aber noch nach. Es gibt noch einiges, was ich nachholen werde. Also Spider-Man zum Beispiel, aber da warte ich, bis es günstiger wird. Spiele, die ich nicht auf dem Plan habe, will ich günstiger kaufen. Damit es mir nicht zu teuer wird, wenn dann auf einmal Spiele plötzlich erscheinen, die ich auf dem Schirm hatte. Genau, und dann runter. Gut. Dead Rising. Boah, wenn ich sagen würde, was ich erst mal nachholen müsste. Ich hab mir ja Quiet Man geholt für die PlayStation, aber ich habe keinen Bock, das zu spielen. Das ist mir so langweilig. Ich finde es zwar interessant gemacht, dass man halt das so erlebt, wie halt der taube Charakter. Aber die ganze Zeit ein Spiel zu spielen mit dumpfen Geräuschen, wo man fast nichts hört. Sorry, aber nein. Ich kann Mayu nirgendwo finden. Killer, ernsthaft? Oktagramm-Schlüssel. Könnte der Schlüssel für das Lagerhaus sein. Der junge Itzki ist immer noch dort eingesperrt. Vielleicht kann ich die Tür öffnen. Ich kann ihn befreien! Ja, kann ich verstehen, Dark. Quiet Man, ich dachte, das könnte interessant sein. Also das Gameplay sah interessant aus, sieht aber interessanter aus, als es ist. Als Scharlachopfer hingegeben werden, so muss Jaes und Saas Zeremonie nicht stattfinden. Doch sollte unsere Zeremonie scheitern, werden sie sicherlich die Nächsten sein. Es gibt nur einen Ausweg. Jaes und Sai müssen aus dem Dorf fliehen. So kann es nicht weitergehen. Es muss einen anderen Weg geben. Jaes und Sai dürfen nicht glauben, dass dies ihr Schicksal sei. Die unterirdischen Pfade zum Korea-Schrein wurden versiegelt, als Zwillinge durch sie fliehen wollten. Der Oberpriester sagte, diese Zwillinge seien in einem einstürzenden Tunnel bei der Flucht gestorben. Was Trauer hatte, hätten die Priester den Eingang mit dem toten Baum versiegelt, den Verbliebenen zum Tribut. Die unterirdischen Pfade mögen versiegelt sein, aber sie führen immer noch aus dem Dorf hinaus. Würden sie geöffnet, so könnte man durch sie von hier fliehen. Die Mühlenwappen, mit denen die unterirdischen Pfade geöffnet werden können, werden in den Häusern der vier verschleierten Priester aufbewahrt. Ich habe es geschafft, das Mühlenwappen meiner Familie zu finden. Es war im Lagerhaus. Hat man die unterirdischen Pfade hinter sich gelassen, so braucht man nur noch durch den Wald zu fliehen. Es gibt kein Zurück, ob sie dazu in der Lage wären, diese zwei freundlichen Seelen. Project Judge sagt mir jetzt nichts. Aber die nächsten Spiele, die auf jeden Fall bei mir auf dem Plan stehen, sind ja Switch-Titel, Pokémon und danach kommt schon Smash, also den Monat darauf. Und in dem Monat kommt sonst kein Spiel. Und auf Dragon Quest habe ich auch noch Bock. Aber ich warte wirklich, bis die mal günstiger werden. Es gibt ja immer Spiele, die dann auf einmal nur die Hälfte kosten, und wenn die Spiele die Hälfte kosten, lohnt es sich.
Oh, Fluorid. Hören wir uns doch mal an, was der Fluorid zu sagen hat. Nach der Sequenz. This way. We can get out of this place. Und jetzt ist es unsere Schwester. Mio. Mio. My. You? I don't know what's happening to me. But whatever happens, I will always forgive you. My you. Leave me behind. You're my big sister. I would never do that. I've spent all this time searching for you. Now, let's get out of this village. Right. Okay. Muss ich mal gucken. Ich habe auch noch einige Spiele, die ich noch nicht durchgespielt habe. Die werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit einfach erstmal abschließen. Outlast, da warte ich wirklich, bis es mal wieder günstiger wird. Weil ist halt auch ein Spiel, was ich nicht so wirklich auf dem Schirm habe. Und die haben schon mal unter 10 Euro gekostet. Also der erste Teil hat schon mal unter 10 Euro gekostet. Warum soll ich dann dafür 18 Euro ausgeben? Das hätte ich auch damals, wo es rauskam, hätte machen können. Auch wenn es das wahrscheinlich noch wert ist. Aber ich will Geld sparen. The ceremony is about to begin. Ich habe Angst vor unserer Schwester. Let's go. Mayu, we need to get away from here. Und sind wir im letzten Kapitel jetzt? Ist das letzte Kapitel? Ich habe jetzt nicht geschaut. Die Sonne geht auf. Itsuki, I want to see him. I've got to see him. Ja, wir gehen zu ihm. Wir gehen zu ihm. Boah, das Spiel ist so gut! Na gut, ich habe Yakuza 6 zwar nicht gespielt, aber ich habe ja gesehen, wie es aussieht und das sieht wirklich geil aus. Also, wow. Aber die Spiele heutzutage sehen alle irgendwie nice aus. Und wenn ich mir das hier ansehe, dieses Spiel ist ein Wii-Spiel und sieht klasse aus. Und es gab es für die PS2 und damals sah es genauso aus. Also, bin schon überrascht, wie geil Fatal Frame noch aussieht heutzutage. Also das kann man immer noch spielen. Wenn ich mir jetzt hier Resident Evil 2 so anschaue, dafür muss es ein Remake geben, damit es richtig geil aussieht. Komm. Komm. Schwesterchen. Glaube ich dir. Wie gesagt, ich habe noch keinen Yakuza gespielt und mit Yakuza Kiwami 1 werde ich mal anfangen. Das kommt ja jetzt diesen Monat kostenlos für den Store. Komm, kleines Schwesterchen. Warte mal.
Ist das hier? Ja. Keine Ahnung. Immer mal wieder gucken. Ich weiß nie, wann die monatlichen refreshed werden. Vielleicht Dienstag. Dienstag ist meistens wöchentlicher Reset bei vielen Spielen. Vielleicht kommt's Dienstag. Ah, Oktagramm, okay, dann wollen wir mal da rein. Oder vielleicht auch schon morgen. Muss man immer wieder gucken. Mayu. If I could help you escape, Yai, maybe then Mutsuki would forgive me. Dorfkarte. Ein Foto zeigt eine Karte mit roten Markierungen. Vielleicht sind das die Verstecke der Mühlenwappen. Die Dorfkarte wurde deinen Dokumenten hinzugefügt. Wir sind fast am Ende des Spiels, denn es gibt kein Haus mehr, was wir betreten müssen. Wir müssen jetzt nur noch den Schlüssel zum Schrein. Es gibt, glaube ich, wirklich nur noch einen Ort, wo wir hin müssen, und da müssen wir dann fliehen aus diesem Ort. Also muss eines der Mühlenwappen hier verborgen sein. Aber das Lagerhaus ist wahrscheinlich auch irgendwie noch ein Ort, oder? Was berühren? Ah, ich hab nicht mehr mit einer Hand gerechnet. Drecksding. Hälfte des Tagebuch. Ob Mutski mir je vergeben wird, ich konnte ihn nicht zum Schmetterling machen. Ich konnte uns nicht wieder eins werden lassen. Ich konnte es nicht. Ob er mir je vergeben wird. Episoden? Mutski. Ja, das U wird ja nicht gesprochen. Also, manchmal. Siren Blood Curse? Das Spiel sagt mir noch nicht mal was. Ist das gut gewesen?
Erstmal, wir haben hier das. Okay. Da muss ich mal gucken. Gibt's das noch irgendwie? Müsste, oder? Ich glaube, ich brauche nur noch ein zweites HDMI-Wechselstecker, damit ich nur einen Knopf drücken brauche. Oder ich habe hier doch auch eine Fernbedienung ohne Batterien. Wow. Damit kann ich nämlich auch immer das Ding wechseln. Könnte ich. Okay. Muss ich mal gucken. Siren Blood Curse. Jetzt, wo ich Horrorspiele nachhole. Ja klar, PS3. Ich weiß schon. Und jetzt, wo ich Horrorspiele nachhole. Resident Evil 7 hat mich erst wirklich wieder auf den Geschmack gebracht. Ich werde mir wahrscheinlich die Silent Hill Collection für die PS3 holen. Ich weiß, der Nebel da war nicht mehr wirklich so vorhanden. Aber wusstet ihr, dass der Nebel nicht wirklich geplant war? Dass nur die Reichweite nicht... Ja. Die hatten halt keine so hohe Reichweite und da wurde es halt so neblig. Im Hintergrund. Nur... Gucke ich lieber im Store. Was mich momentan auch so aufregt, ich will die Resident Evil 2 Remake Collector's Edition für 250 Euro haben. Klar, ist teuer, aber das ist so viel geiler Stuff drin. Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt Silent Hill 1, 2 und 3 für die PS1 oder 2 mir holen will, kostet das mehr. Und dann kann ich es nicht spielen. Auch wenn es nicht das gleiche ist. Ja, wir haben noch nicht genug Punkte. Achtes Kapitel, der abnehmende Mond. Achtes Kapitel, aha. Aber nicht letztes. Tachibana Wappen. Och nee, das wird so ein Rätsel, ich sehe es schon. Das ist in eurem Store. Nice. Was ist denn an der PS3-Version so schlimm? Ich habe gehört, dass es wegen irgendwas der Nebel halt nicht wirklich so... Dass die Atmosphäre halt nicht mehr so da ist. Aber glaubt mir, wenn das Spiel so geworden wäre, wie sie es eigentlich geplant hätten, dann wäre da kein Nebel gewesen. Und dann wäre es wahrscheinlich nicht mal so gut geworden, ich weiß nicht. Ich habe ein Tagebuch gefunden, ob der Verfasser darin wohl alles niedergeschrieben hat, was ihm bewegt. Also wenn jetzt da ein Fehler ist, der das Spiel kaputt macht, dann kann ich verstehen, aber unspielbar nur, weil es in anderer Form ist oder so, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was die da genau anders gemacht haben. Weil es ist ein Remastered.
Inhalt ist gleich, sieht nur ein bisschen verändert aus. Also so sind Remastered für mich. Ich habe gehört, Munakata, besuche das Dorf. Er ist wahrscheinlich wegen meines Briefes gekommen, in dem ich ihn bat, Yai und Sai zu helfen. Sicher sind die Leute im Dorf erfreut über den Besuch eines Fremden. Sie sehen in ihm wohl einen möglichen Kusabi für das Schattenritual. Okay. Ich würde es trotzdem gerne testen. Ich kann nicht zulassen, dass ihm das widerfährt. Ich muss ihm sagen, dass er von hier fort muss. Okay. Das ist natürlich dann scheiße. Die anderen drei Mühlenwappen sind in den Häusern der Kiryus, Osakas und Tsuchiharas versteckt. Och nö. Wie ich vermutete. Niemand erwartet, dass ich zu fliehen versuche, jetzt da die Zeremonie vorbei ist. Ich sollte alle drei Wappen beschaffen können, bevor es jemand merkt. Es ist meine Pflicht, Yai sei zur Flucht zu verhelfen, meine letzte Pflicht. Okay, Lulu, see ya. Hier ist eine Treppe, aber ich kann da nicht lang. Sehe ich das richtig? Ah ne, die Treppe ist auf der anderen Seite. Okay. Ja, die ist hier. Hier oben sind bestimmt noch Items. Nur eins, okay. Alter! Tschüss. Nein. Ernsthaft? Nein. Alles okay? Achso, sie weint wegen ihm. Anscheinend kann ich hier raus, genau. Ich will mal was testen. Ist. Ne, auf der anderen Seite wird er dann auch nicht mehr sein. Also. Dort haben wir ja immer den netten Herrn, ne, den weißen Herrn.